Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show, nicht ganz zur Alpha 315, sondern zu einem neuen Raumschiff, nämlich der Anvil Liberator, einem leichten Carrier, der auf der CitizenCon vorgestellt wurde. Hier seht ihr ihn schon. Ist aktuell in Concept Sail, ist ein, ja, ihr seht schon, recht großes Schiff, ne? Hier haben wir eine Gladiator draufstehen. Und das ist, glaube ich, eine Arrow. Ne, was ist denn das? Ne, das ist eine Hornet. Also ein Flugzeugträger im Kleinformat sozusagen. Mit Landingpads und mit einem eigenen kleinen Hangar, wo man auch Fahrzeuge oder auch zum Beispiel eine Cargo, also ein Argo-Cargo oder ähnliches reinstellen kann. Ich habe da mal so ein Männlein und dann kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl, wie groß dieses Teil sein wird. Also es ist jetzt keine Kraken oder sowas, sondern ja, so eine Mini-Kraken, könnte man vielleicht sagen. Sieht doch ganz cool aus. Es ist sehr Star Wars-artig, würde ich sagen, durch diese Triebwerke hier, wie es gebaut ist. Man kann über Geschmack streiten, aber rein optisch gefällt es mir ausgesprochen gut. Ist auch bewaffnet, hat hier also auch Geschütztürme drauf. Wir gucken es uns gleich noch ein bisschen im Detail an. Aber wie gesagt, ist noch Early Concept. Wir haben 400 SCU Cargo Kapazität, also man kann auch hier ordentlich Fracht mitnehmen. Es ist letztendlich dafür gedacht, dass man ja eine Bodeninvasion vorbereitet. Wir werden sowas natürlich irgendwann mal in Star Citizen haben. Aktuell kaum vorstellbar, dass man irgendwo einfällt und dort eine Basis angreift. Aber es soll ja irgendwann mal kommen. Auch, dass sie uns selber Spielerbasen bauen und so weiter. Und dann wird so ein Schiff natürlich seine Vorteile ausspielen können. Aktuell wäre es auch wirklich kein sinnvolles Schiff im Spiel, wenn es jetzt schon Flight Ready wäre. Hier sehen wir mal das Ganze in Aktion, wie es dann schießen soll. Wie gesagt, das sind alles nur Konzeptbilder. Da haben wir hier einen Geschützturm, einen kleinen und hier nochmal einen großen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Kampfschiff, aber durchaus in der Lage, sich zu verteidigen. Wir haben hier, muss ich mal ganz kurz hier reinschauen, wo es stand, genau, einen manuell benutzten Size 5 Laser Repeater und ein Dual Automated Point Defense Turret. Also quasi ein automatischer Geschützturm und das ist der kleine hier. Sieht hier nach Projektilwaffen aus und nicht nach Lasern, aber gut, das ist vielleicht auch nur in der Grafik so. Hinzu kommen dann auch noch ein paar Raketen, die speziell hier in der Vorrichtung eingebaut sind. Hier sehen wir es auch nochmal ein bisschen, wir haben noch ein paar mehr Bilder hier, das ist, genau, das wäre das Bild hier. Gleich mehrere nebeneinander und noch eine oben drüber, wie sie es halt vorstellen, ne? Sie müssen natürlich immer die Vision so ein bisschen mit zeigen, weil aktuell geht es ja im Spiel nicht. Das ist so die Idee des Ganzen, dass man irgendwo landet, ne? Landetrupps absetzt, Panzer und ein paar Jäger mit dabei hat und so weiter. Und hier sehen wir auch mal die Raketen, wie sie hier oben so rauskommen, ne? So hinten scheint das zu sein. Nächstes Bild sehen wir so nochmal hier, wie sie quasi beladen wird und dann startet, ne? Oder mehrere davon. Das ist halt die Idee des Ganzen. Das ist vielleicht für größere Orgas ganz interessant. Für Singleplayer natürlich eigentlich unbrauchbar. Was willst du damit machen? Gut, du kannst den Dienst anbieten, als Besitzer von so einem Schiff anderen dabei zu helfen, eine Invasion zu machen. Das wäre möglich, aber ich denke, das ist eher wirklich was für Multiplayer, für Orgas, für Gilden und so weiter. Hier sehen wir jetzt mal das Schiff aufgedröselt in die einzelnen Räume. Fangen wir oben an. Da haben wir hinten den Rampenzugang, wo man also reinfahren kann von hinten. Und vorne geht es entsprechend wieder raus. Ne? Das ist so ein Durchfahrtsding, so ein bisschen wie bei der Herkules, könnte man sagen. Hier ist der Vehicle Bay, also da können die ganzen Fahrzeuge rein. Also das ist quasi der Innenraum, das ist nicht oben drauf, sondern innen drin. Wir haben oben drauf die Landing Pads, die sehen wir jetzt hier gerade nicht. Wir haben hier den Geschützturm, den bemannbaren. Das ist also quasi, ihr müsst euch das vorstellen, gedreht, warte mal, gedreht ist es quasi. Mach's mal kurz so quasi gedreht, so wie hier auf dem Bild, ne? So, ein bisschen nach rechts nochmal verschoben. Das heißt, wir haben hier das hier, der Geschützturm ist der hier. Ne? Nur, dass ihr wisst, wo wir hier ungefähr sind. So, entsprechend eine Batterie und so ein bisschen Zeug, Lebenserhaltungssysteme. Hier ist der Cargo-Bereich und das ist halt das eigentlich Spannende, dass hier 400 SCU reinpassen in diese zwei Bereiche. Ne? Also 200 und nochmal 200 oder na, könnte auch 150 sein oder der Rest hier, egal. Spielt ja keine Rolle, auf jeden Fall, beide zusammen sind 400. Das heißt, der Cargo-Bereich kommt sich nicht in die Quere mit dem Fahrzeugbereich. Und das ist deswegen interessant, weil das ist ein großer Vorteil gegenüber der Herkules. Gut, das Schiff ist auch wesentlich teurer, dazu kommen wir gleich noch. Aber hat eben da so
getrennte Räume. Ne? Bei der Herkules wäre ja immer Fahrzeug oder Fracht. Hier geht eben beides, weil es auch einfach größer ist. Wir haben ein Bathroom, also ein Bad hier oben mit eingebaut. Das ist hier ein, man sieht es ja schlecht auf dem Bild, ist ein bisschen nach oben gesetzt. Das ist das zweite Deck. Ne? Das unten ist hier Erdgeschoss sozusagen. Das ist das erste Obergeschoss. Und da haben wir auch verschiedene Räume. Wir haben hier der Aufenthaltsbereich quasi. Wir haben hier die Betten, also auch auslocken möglich. Alles hier in dieser Ebene. Wir haben hier vorne die Brücke. Ne? Da haben wir den Pilotensitz und den Co-Pilotensitz, wenn man es mal so ganz grob sieht. Ich kann mal ein bisschen, weiß ich, bei den Bildern geht das immer schlecht mit dem Ranzoomen. Nee, macht er nicht. Ich denke, ihr seht es aber trotzdem ganz gut. Quartiere und Brücke, alles zusammen. Wir haben Storage für unsere Person an Bord, dass sie in ihre Schränke was reinpacken können und so weiter und so fort. Alles hier auf dieser Ebene. Auf der anderen Ebene, also quasi auf der linken Seite des Schiffes, haben wir dann ebenfalls hier unseren Geschützturm oben drauf. Das ist der automatische. Wir haben auch hier wieder Batterie. Hier haben wir einen Fahrstuhl, dass man hochfahren kann. Wobei hier unten jetzt irgendwie nicht so richtig gezeigt wird, wie man da reinkommt in den Fahrstuhl. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob man überhaupt hier reinkommt. Also es sieht mir eher so aus, dass man wirklich den Fahrstuhl nur zwischen diesen beiden Ebenen hat und hier vom Fahrzeugraum überhaupt nicht reinkommt. Das heißt, man muss hier in diese, also durch diese Tür durchgehen, ja, Armory Access, und dann hat man hier nochmal ein Bad, verschiedene Schränke, Storage-Bereiche, wir haben hier verschiedene Waffen-Racks und die, ja, diverse Dinge, wo man eben sich equippen kann. Das ist ja auch eine Art Dropschiff. Ne, zum gewissen Teil. Das haben wir nämlich hier vorne. Wir haben 16 mal Jump Seats und da sieht man schon, also das ist wirklich für eine Bodeninvasion wie gemacht, für Fahrzeuge, für Leute, also für Soldaten, 16 an der Zahl insgesamt und entsprechend obendrauf sogar noch diese ganzen Jäger. Sehen wir nochmal einen anderen Teil des Schiffes, nämlich das ist dann sozusagen der untere Bereich. Also hier sind wir jetzt wieder links am Schiff, ne, mit den Jump Seats und so weiter, den ganzen Crew bzw. den ganzen Soldatenbereich. Und dann gibt es hier ein Treppchen, das so ein bisschen unter das Schiff führt, ne, und dann hier wieder hoch zum Fahrstuhl geht. Und da haben wir eben hier unten dran den Maschinenraum mit dem Kühlern, Schildgenerator, die ganzen Komponenten. Das ist alles hier unten drunter verbaut, was halt auch sinnvoll ist, denn so ist das Zeug auch gut geschützt in dem Sinne, solange man nicht von unten großartig beschossen wird, was aber eher unwahrscheinlich ist. Gravitationsgenerator, Large Shield Generator, Large Jump Drive, also es ist ein Large Schiff, ja, es ist kein Capital Schiff, wie man sieht, sondern eben Large. Und wir können mal kurz hier reinschauen, was wir hier haben. Wir haben insgesamt Size 3 Schilde. Wie viele steht jetzt hier nicht mehr dabei? Wir haben einen Size 3 Quantum Drive. Die Crew ist nur auf 2 Personen ja quasi beschränkt. Plus natürlich, was man halt noch mitnehmen will an Soldaten und Co. Hier haben wir jetzt die Maße 122 x 68 x 24. Also es ist sehr groß, aber es ist kein Capital-Schiff. Ne? Wir haben insgesamt drei externe wir haben insgesamt 3 externe Landing Pads, also oben drauf, und 2 Landing Pads intern. Das heißt, da kann man also nochmal hier was reinstellen entsprechend. Hier sieht man auch ganz gut so ein bisschen die Animation, wie das Ganze funktioniert. Das Cockpit ist hier oben drauf, ne? Sieht man es nochmal ganz hübsch. Hier kann ich, glaube ich, so ein bisschen ranzoomen. Da lässt er mich. Ja, machen wir es mal so ein bisschen größer. Die Raketen sind hier links an der Seite dran. Docking ist auch möglich, auch links an der Seite. Lassen wir mal ein bisschen durchlaufen. An Stationen oder Schiffen, das ist also ein Dual-Docking-Port. Ja, hier Fahrzeug zum hinten reinfahren, Fahrzeug, Rampe und oben der Geschützturm, was wir gerade schon gesehen haben. Ich finde, das könnte auch echt ein Star Wars-Schiff sein. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kann man echt nicht meckern. Ja, rein optisch. Ich mag auch diesen Shape, dass so ein bisschen schräg nach unten geht und so ein bisschen gebogen ist an den Stellen. Und ja. Ich denke mal, wenn man jetzt hier, man kann natürlich auch oben drauf Panzer stellen, ne? Also das ist halt sehr, sehr flexibel, je nachdem, wie man es eben braucht, wie man es haben will. Wenn ich jetzt keine Jäger habe, dann packe ich halt noch mehr Fahrzeuge oben drauf. Das dürfte ja auch nicht stören, wenn man die ordentlich festmacht. Kein Problem. So, langsam ist es auf jeden Fall, 115 Meter pro Sekunde, im normalen Speed quasi, Afterburner, beziehungsweise Max Speed ist natürlich noch wesentlich höher, aber das ist so der normale Speed, den das Schiffchen hier erreicht. Und jetzt kommen wir mal zu den Preisen. Denn
Wir haben hier zwei Versionen, nämlich die normale und die Warbond Edition, und wir haben noch eine Spezialversion für die Concierge Member. Die bekommen noch einen Special Skin dazu, nämlich den Condor Paint. Das ist so ein weißer. Ich mache mal kurz alle drei Versionen auf, dass wir es einmal sehen, dass wir es einmal abgehakt haben hier. Wie gesagt, Preise müsst ihr immer selber wissen, ob ihr so ein Schiff haben wollt für euch oder für eure Orga oder nicht. Also, die Concierge-Variante ist mit LTI natürlich, mit dem Condor Paint. Den machen wir uns hier auch mal groß auf. Ja, so ein bisschen weiß mit bisschen rot und schwarz an den Seiten. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ja, kann man eigentlich auch nicht meckern. Und das Schiff natürlich und der industrielle Hangar. Das ist die Version, ist aber nur verfügbar für die Concierge-Member. Die normale Warbond, die für alle verfügbar ist, ist einfach dasselbe Schiff, nur ohne diesen Condor Paint, auch LTI, das Schiff und der Hangar mit dabei. Und die ganz normale Version, also die nicht Warbond, also auch die, auf die man upgraden kann, ohne frisches Geld zu investieren, die hat quasi einfach nur keine LTI, ne? 6 Monate Versicherung und der Rest ist auch hier gleich. Was man nicht machen kann, wie ihr seht, ist diesen Skin irgendwie extra zu kaufen. Das geht ja bei der Origin 400i, geht hier aber nicht. Das heißt, ihr könnt hier also auch nicht diesen Skin irgendwie traden oder sonst irgendwas damit machen. Der ist hier quasi in dem Schiffspackage mit drin. So, und dann gibt es noch verschiedene Schiffspackages allgemein, nämlich Liberator Fighter Pack einmal, zweimal. Also hier ist die Warbond Edition, hier ist die normale Edition. Auch die machen wir uns mal kurz beide auf. Und das Strike Pack, das ist die Warbond Edition für Concierge wieder nur, ne? So, was hier sehr, sehr interessant sein könnte für einen oder anderen, weiß ich nicht, ist, dass dieses Liberator Pack in der Warbond Edition allen Inhalten Lifetime-Versicherung gibt. Das heißt, wir haben die Liberator, wir haben eine Avenger Titan, eine Arrow, eine Hawk, einen Tumbril Cyclone TR und den industriellen Hangar. Das heißt, diese ganzen Schiffe hier kriegen auch ebenfalls alle, und das Fahrzeug auch, eine lebenslange Versicherung. Jetzt könnte es sein, das müsst ihr mal bei euch schauen, dass ihr diese Schiffe und das Fahrzeug hier sowieso habt und jetzt einfach sagt, Mensch, ich will diese Liberator haben. Dann wäre es, rechnet es euch einfach mal selber aus, vielleicht sinnvoll, dass ihr eure ganzen Schiffe sozusagen, ja, quasi einschmelzt und euch dann stattdessen dieses Package holt. Ihr könnt das nicht mit Store-Credits machen, das ist schon richtig, aber es könnte sich eventuell für den einen oder anderen trotzdem lohnen. Die andere Version ist diese hier, das ist eben die Nicht-Warbond, die hat auch noch eine normale Versicherung mit dabei, habt ihr die gleichen Schiffe mit drin. Die könnt ihr euch entsprechend ebenfalls holen. Müsst ihr, wie gesagt, selber wissen. Und wir haben noch dieses Strike Pack. Das gibt es, wie gesagt, nur für Concierge. Hat auch LTI für alle Schiffe. Und dort ist drin die Liberator natürlich, die Gladiator, die Super Hornet, die Anvil Hurricane, die Ballista, der Condor Paint, also der weiße für die Liberator. Und wie gesagt, die LTI-Versicherung. Also, insgesamt 3 Packages. Müsst ihr selber wissen, was ihr davon haben wollt und was ihr nicht haben wollt. Das kann ich euch natürlich nicht abnehmen. Was es aber auf jeden Fall noch gibt, ist ein Upgrade. Und auch das schauen wir uns mal ganz kurz an. Denn es ist leider nicht möglich, auf die Liberator in einer Warbond-Version abzugraden, sondern ihr habt tatsächlich nur die ganz normale Version, also zum vollen Preis könnt ihr upgraden. Was ich schade finde, normalerweise gibt es immer noch ein Warbond-Upgrade, in dem Fall gibt es es leider nicht. Ihr seht hier nochmal den normalen Preis, jetzt hier nochmal in Dollar. Das heißt, ihr zahlt quasi diesen Preis, denn hier ist ja nur die Steuer, die halt fehlt, die 19%, die kommt halt noch oben drauf und dann seid ihr eben genau hier bei diesem Preis. Das für den Hinterkopf, dass ihr das wisst, und hier euch darauf einstellen könnt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde, eine Warbond-Upgrade-Version sollte es immer geben. Das schadet ja auch eigentlich keinem. Aber in dem Fall gibt es die eben einfach nicht. Wann das Schiff rauskommt, kann ich euch nicht sagen. Es wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, weil es A, ein großes Schiff ist und weil B, einfach das Gameplay zu diesem Schiff natürlich komplett fehlt. Wir haben zwar Panzer, wir haben die Fahrzeuge, das ist theoretisch von den Assets her ist alles da. Aber wir haben weder Boden, Basen, irgendwelche Burgen oder irgendwelche anderen Dinge, die man irgendwie einnehmen kann. Irgendwelche Punktverteidigungsgeschichten und sowas gibt's alles nicht. Und auch keine KI, die da irgendwas machen kann. Das heißt, aktuell gehe ich nicht davon aus, dass das Schiff nächstes Jahr kommt, in der nächsten Zeit kommt. Ich würde mich da einfach darauf einstellen, dass man da eine Weile warten muss.
Wer sich trotzdem jetzt schon holen möchte, auch da will ich nochmal darauf hinweisen, dass das ein Concept Sale ist. Das heißt, ihr spart hier eine Menge Geld gegenüber dem, was es irgendwann mal kostet. Das müsst ihr halt immer wissen, speziell mit der Warborn-Version. Wer es sich jetzt schon holen möchte, der bekommt als Ersatzschiff, lass mich ganz kurz gucken hier, Liberator, eine Hercules M2, eine Super und eine Super Hornet. Diese beiden Schiffe kriegt ihr als Ersatz der Weine. Eigentlich ein solider Ersatz, würde ich sagen. Geht beides in die gleiche Richtung, mehr oder weniger. Und da habt ihr zumindest diese Schiffe schon mal und könnt damit einen Teil dieses Gameplays sowieso schon machen, den ihr dann später mit der Liberator auch machen könnt. Also an sich ein guter Loaner, würde ich sagen. Aber ist eure Sache, schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Findet ihr dieses Schiff gut? Findet ihr die Idee davon gut? Oder sagt ihr, nee, sowas ist voll unnötig? Meine persönliche Meinung ist, ich mag solche Sachen. Es ist halt natürlich wieder doof, dass das Gameplay halt noch komplett fehlt. Das ist ja aber ganz oft so. Sie müssen ja irgendwie ihre Konzepte voranbringen und auch Schiffe dafür stückchenweise raus. Ich finde es also jetzt nicht schlimm. Einige finden das doof, kann ich auch nachvollziehen. Aber meine Meinung ist, es ist ein cooles Schiff und sicherlich interessant für später mal. Ne? Das ist halt der Punkt für später. Aber schreibt eure Sicht mal in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Und schreibt mir vielleicht auch mal, habt ihr es euch geholt oder interessiert euch dieses Schiff? Holt ihr es euch jetzt noch demnächst oder sagt ihr, nee, ich warte mal, ich gucke mir erstmal an, wie das Gameplay überhaupt dann mal später an der Stelle aussehen wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?